Ja, Monika und Nick sitzen vor mir und ich bin ganz stolz, hier mit Mono und Nikita Mann ein Interview führen zu dürfen. Vielen Dank, dass Sie hier euch für uns Zeit genommen haben. Sehr gerne. Was ich zuerst gerne von euch wissen möchte für unser Publikum, wie habt ihr euch eigentlich damals so als Künstler kennengelernt? Über die Musik eigentlich. Also ich war mit Soundscoot aus Österreich mit einem Soundsystem unterwegs und Nick war mit einem Soundsystem aus Hamburg unterwegs und wir sind gemeinsam auf dem Festival nach Süditalien gefahren und dort haben wir uns dann so richtig kennengelernt und dann haben wir auch gemeinsam Songs auf einem Sampler gehabt und gemeinsame Konzerte dadurch. So ist es. So die Zeit, wo Reggae Dancehall richtig groß geworden ist in Europa und so und wo man sich irgendwie eigentlich auch die Zeit, wo man sich noch gar nicht vorstellen könnte, dass mal Reggae-Künstler irgendwie wirklich dann auch irgendwie weltbekannt werden oder halt Reggae-Künstler auch deutschlandweit irgendwie und dann ist Gentleman mit seinem Album um die Ecke gekommen, Seed haben irgendwie noch als Vorband von Red gespielt. Sean Paul war noch ein kleiner Artist, der irgendwie in Läden mit 80 Leuten gespielt hat oder so. Und das war irgendwie eine wilde Zeit und da sind wir halt viel auf Partys gegangen und da haben wir uns dann halt getroffen. Seid ihr ein Paar? Das werden wir oft gefragt tatsächlich, fast immer. Und wir haben immer gesagt, das hat nichts mit unserer Musik zu tun. Sind wir Geschwister, aber, sind wir ein Paar? Man weiß es nicht. Wir haben zwei Kinder, aber sonst der Rest bleibt im Dunkeln. In eurer Musik findet man oft so auch politische und soziale Botschaften. Glaubt ihr oder habt ihr schon das Gefühl oder sieht man was, dass ihr mit euren Texten auch was bewirkt? Naja, manchmal kommen Leute und umarmen einen am Merchstand und sagen so, ich habe mein Leben verändert. Also es geht jetzt nicht immer um die großen Dinge. Definitiv haben wir kleine Sachen bewirkt und haben wir Menschen schon irgendwie eine gute Zeit gegeben und geholfen, das weiß ich. Ich finde, es gibt so Zeiten, da denke ich schon irgendwie, dass man überhaupt nichts bewegen kann und egal was man tut, irgendwie ist doch alles sinnlos, ne? Irgendwie, wenn man sich so die Nachrichten durchliest. Aber ich glaube, das ist halt auch tatsächlich Quatsch, damit funktioniert es nicht. Also alles, was jeder Einzelne von uns tut, ist wichtig. So. Und jeder kleine Schritt ist wichtig, jedes Gespräch ist wichtig, jeder kleinste bisschen Aktivismus. Und das Private wird auch politisch. Und wenn jeder von uns einfach nur ein bisschen aufeinander zugeht und so, kann man, glaube ich, schon was bewirken. Und das ist der Rahmen, in dem wir mit Sicherheit auch was bewirken können. In eurer Musik kombiniert ihr verschiedene Stile, so wie Reggae, Hip-Hop, Rock, sogar auch Punk. Kommt das daher, dass eure drei persönlichen Lieblingsrichtungen sind oder auf was steht ihr eigentlich oder würdet ihr euch lieber, oder was ist euer persönliches, euer persönlicher Liebling oder Lieblingsrichtung? Ich höre selber, komme eher so aus dem Hip-Hop hörend und höre selber gerade sehr gerne Amapiano, Afro, Musik, aber ich finde es immer auch, hat auch mit authentisch sein zu tun. Wir leben nicht in Afrika, wir sind hier beeinflusst von unserer Musik und deshalb ist das, wie wir uns ausdrücken, schon auch die Musik, die einfach auch zum Lied passt und zu dem, was wir sagen wollen hier an der Stelle, wo wir stehen. Also es ist ja ein dynamischer Prozess und wir machen seit 20 Jahren Musik und deswegen ist auch das immer im Fluss und verändert sich und so. Eine Zeit lang haben wir sehr viel Roots-Reggae-Songs gemacht und das hat sich natürlich auch über die Jahre verändert und wir gucken halt, welche Musik, genau wie Mono sagt, welche Musik unsere Botschaft am besten transportiert halt. Ja, schön, dass man sich da auch nicht festlegen muss, denke ich. Ja. Genau. Bruno, du bist ja in Linz geboren, aufgewachsen, während Nikita Mann ja in Deutschland auf die Welt gekommen ist. Also wer von euch hat sich an welchen Dialekt anpassen müssen oder beziehungsweise hat eure unterschiedliche Herkunft auch eure Musik beeinflusst? Beide haben uns angepasst. Also als wir in Österreich gewohnt haben, hat Nick schwer versucht, Österreichisch zu lernen. Ja, ich habe es richtig gelernt. Ich kann es nicht sprechen, aber ich verstehe alles. Das kennst du ja wahrscheinlich auch. Ja. Also man muss ein Vokabel lernen, so wie Polster und Blau.
Lafont und Tuchert und Paradeiser und Sacker. Genau, aber jetzt leben wir seit... Alles, was es bei uns nicht gibt. Halt, seit 13 Jahren oder so leben wir jetzt in Berlin oder länger in Deutschland. Und irgendwie meine ersten Versuche dann bei Österreichisch zu bleiben in Deutschland waren so, die Leute sind immer so entzückt, wie süß das ist und hören gar nicht mehr zu, was man sagt. Und ich habe irgendwann festgestellt, ich will nicht die Exotin sein, ich will einfach Deutsch lernen, wenn ich in Deutschland lebe. Und deshalb ist jetzt Deutsch gerade die vorherrschende Sprache, was mir manche Österreicher auch krumm nehmen, aber es ist mir eigentlich egal, weil die Sprache ist ja die, man denkt ja nicht nach, wie man sich ausdrückt, sondern man denkt darüber nach, was man sagen will. Und wenn ich jetzt mit jemandem rede, der genau den Dialekt hat, von da, wo ich herkomme, dann falle ich auch rein. Dann das geht ziemlich schnell, auf jeden Fall. Bin ich weg. Ja. Verstehe. Vielleicht kein schönes Thema, aber was hat sich während der Pandemiezeit eigentlich für euch geändert? Haben sich dadurch eher auch neue Wege ergeben? Oder was habt ihr gemacht, um halt mit euren Fans und Publikum in Kontakt zu bleiben? Erstmal war es natürlich wie für alle irgendwie ein ganz schöner Schock und so und eine existenzielle Krise für den Bereich, in dem wir arbeiten. Also alle unsere Bandmusiker, die TechnikerInnen, die Leute, die in den Studios sind, die ganzen Menschen, die halt hinter den Kulissen quasi arbeiten, aber natürlich auch die Bands, die selber auftreten wollen. Für alle war das wirklich eine harte Zeit erstmal so und wir haben dann schon auch ein bisschen irgendwie über Social Media haben wir irgendwie so versucht, weiter in Kontakt zu bleiben. Aber wir sind auch beide jetzt nicht so die Social Media Fans, ehrlich gesagt. So. Und es ist halt auch, ich verstehe es auch nicht ganz so, dass die letzten Promotion-Möglichkeiten für Bands, für viele Bands ist halt Social Media. Und am Ende sind es halt 3-4 Privatunternehmen, die irgendwo sitzen. Und wir sind es ein bisschen leid, Content zu erschaffen für diese Privatunternehmen irgendwie. Und naja, es hat sich insofern geändert, dass man halt auch wir und viele Leute draußen gemerkt haben, dass es komischerweise auch eine Zeit lang ohne Kultur und ohne Musik und Live-Konzerte geht. Ist vielleicht nicht schön, aber es geht auch. Und es war dann ein sehr schwerfälliger Neustart quasi. Und es ist nicht spurlos irgendwie an uns vorbeigegangen. Und auch finanziell muss man sich ja über was erinnern. Finanziell, es gab in Deutschland gab es einige Hilfen, aber finanziell gab es natürlich einen krassen Einbruch. Und was ich allerdings irgendwie eine Erkenntnis, die ich mitgenommen habe und die mich nicht glücklich macht, ist eigentlich so, wie wir global mit Krisen umgehen oder auch nationalweit. Also das Erste, was uns wieder einfällt, ist zwei untröstliche Fronten aufzumachen, sich die Argumente der anderen nicht anzuhören, okay, du bist der Mega-Schwurbler, ach, du bist der geimpfte Vollidiot und einfach nur noch schwarz-weiß und das ist wie Menschen mit Krisen umgehen. Die Grenzen wieder hochzuziehen und alles. Überall gab es plötzlich wieder Grenzkontrollen, man ist nirgendwo durchgekommen. Also wie der Mensch mit globalen Krisen umgeht in Anbetracht einer Klimakrise, die auf jeden Fall kommt, in der wir schon stecken, ist so ein bisschen ernüchternd gewesen, muss ich sagen. Ja. Ich glaube, im Endeffekt hat es ja auch psychologisch mit uns was gemacht. Ich meine, ich habe mal irgendwie so nachgelesen, so, es ist ja wie, es wird jeden Tag ein Jumbo-Jet abstürzen, so auch die Toten, die man immer wieder gehört hat und was auch immer. Also es gab ja Nachrichten, die einem ja auch beeinflusst haben in der Zeit. Und es gab Begriffe wie systemunrelevant, wo plötzlich alle Kulturschaffenden reingeschmissen wurden, zumindest in Deutschland. Und also es macht was mit einem. Und das war nicht selbstbestimmt, so eine Pause zu machen. Das fand ich auch so ein Unterschied zu, wenn man selber eine Pause möchte und braucht, ist das was anderes, wie wenn man so on hold ist die ganze Zeit, vielleicht ist es ein halbes Jahr, vielleicht geht es dann wieder los. Was mich mal interessieren würde, wie entsteht eigentlich bei euch ein Song? Also jeder geht ja ein bisschen anders vor. Wie entsteht bei euch ein Song? Ist tatsächlich sehr verschieden, aber meistens hat einer von uns, ne, oder einer von uns eine Idee, wir präsentieren uns das gegenseitig und sind auch gegenseitig unsere härtesten KritikerInnen und wenn wir es aber schaffen irgendwie und sagen, ja geil, okay, das funktioniert, das ist ein Thema, da fällt uns beiden was zu ein, dann gehen wir halt Schritt für Schritt vor, irgendwie gehen wieder alleine schreiben, kommen wieder zusammen, bringen das Ganze, finden die richtige Musik, gehen ins Studio, produzieren entweder das vorproduzierte Stück aus oder setzen uns mit einem Produzenten zusammen. So. Also es ist wirklich, hat sehr viele verschiedene Wege schon gehabt. Ja. Wenn schon CBD oder Cannabis irgendwo drüber steht, ist das Risiko behaftet. Wir wurden für den Gründerpreis nominiert, wir haben eine positive Berichterstattung und dann marschiert man in derartiger Härte bei uns ein.
die Staatsanwaltschaft fordert 3 Jahre Haft. Dass wir mit dem Erwerb von Cannabis den Menschenhandel und die Prostitution unterstützen. Ich bin kein Dieb geworden, ich bin kein Sexualtäter geworden. Trotzdem ich seit 40 Jahren Marihuana konsumiere. Ich akzeptiere nicht, dass CBD-Blüten illegal sind. Pharma ist stark. Das hat, glaube ich, Covid auch gezeigt. Handnahrung Cannabidiol, die könnte man als Pioniere für Bürgerrechte betrachten. Auf mich macht es tatsächlich den Eindruck, dass hier eine Hexenjagd vollzogen wird. Ihr habt ja auch euer eigenes Label M&N Records gegründet und da wollte ich mal fragen, welche Vorteile oder Nachteile hattest du als Künstler? Also, was könnt ihr persönlich machen? Ja, also ich kann selber machen, jedem Künstler und jeder Künstlerin nur empfehlen, nicht zu warten, bis jemand kommt und einen signed oder einen auf das Label bringt oder einen Management-Deal anbietet oder einen Verlagsdeal, was auch immer. Hey, selber machen, erstmal versuchen, irgendwie selber besser zu werden, das aufzubauen, weil du gibst halt alles aus der Hand von Anfang an und am Ende landet auch kein Geld bei dir, sondern landet halt einfach das Geld woanders und du musst vielleicht hier noch einen zweiten Job suchen, ansonsten kannst du für dich selber arbeiten. Also ich finde die Entscheidung, das eigene Label zu machen, ist so 100% die richtige gewesen. Ja, und auch Atemono macht ja auch das Booking selber, wir machen ja auch unsere Designs selber, unser Merchandise, die das im Endeffekt alles. Und es ist schon so, dass es natürlich oft den Punkt gab, sich zu sagen, so, oh, ich weiß nicht, ich kann das aber nicht. Aber hey, wir haben, ich meine, Menschen können auf den Mond fliegen, konnten es aber auch nicht. Also man probiert halt. Wenn man es nicht probiert, dann kann man es nicht schaffen. Und ich finde auch, also so diese letzten 10 Jahre mit dem eigenen Label waren auf jeden Fall richtig toll. Die davor bei einem kleinen Indie-Label auch. Aber das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, da auch wirklich auch wieder den nächsten Schritt zu gehen, uns noch unabhängiger zu machen von all dem. Ja, genau. Ich glaube, die Abhängigkeit ist auch das, was ich irgendwie nicht so schätze. Also es gibt im Laufe des Weges immer Leute, die einem sagen, das geht aber jetzt nicht. Das kannst du nicht machen. Gerade als, ich weiß nicht, wie es euch Jungs geht, aber mir als Frau geht es ganz viel so, dass mir Leute ständig sagen, das kannst du nicht machen. Und dann waren wir vor 10 Jahren auch mit der Entscheidung beschäftigt, wollen wir Kinder mit auf Tour nehmen, wollen wir dieses Projekt vergrößern. Und alle meinten, das geht aber nicht. Und dann ist es mit einem Kind, hat es geklappt. Und weil wir es selber machen, weil wir einfach die Entscheidungen selber treffen können. Und dann hat es sogar mit einem zweiten geklappt. Und die sind immer auf Tour mit, wir haben immer Kinderbetreuung mit am Start. Und es geht, weil wir das selbst entscheiden können. Wie wichtig ist es für euch, Live-Auftritte, so wie heute, zu geben? Das ist die Seele von Live-Auftreten ist schon das, worum es halt geht, finde ich. Also das ist schon ein ganz, ganz großer und wichtiger Teil. Und es ist auch tatsächlich auch immer mit der kleinste Teil. Ne? Also auch heute wieder eine ewige Anreise und dann am Ende 2 Tage unterwegs für am Ende 1,5 Stunden auf der Bühne. Aber es lohnt sich. Genau das ist das, warum wir das seit 20 Jahren machen. Dass, wenn wir dann auf der Bühne sind und die Musik angeht, das ist das, worum es geht halt. Ne? Natürlich ist Liederschreiben auch schön und das Album dann irgendwann mal in der Hand halten, sich da einen Ausdruck finden, aber die Lieder dann zu sehen, wie sie zum Leben erwecken, nämlich verstanden werden und gefühlt werden und gefeiert werden, das ist das, warum wir das machen, weil wir etwas zelebrieren. So. Ja, wir zelebrieren unsere kleine M&N-Messe und klatschen den Leuten das um die Ohren und das macht sehr viel Spaß. Ja, vor einem Jahr habt ihr das Album Autonome Zone herausgebracht. Welche Message wollt ihr damit genau verbreiten? Eine autonome Zone, wir haben uns bei dem Titel auch auf einen Titel von temporäre autonome Zone von Hakim Bey, das ist ein Philosoph aus vergangenen Zeiten, bezogen. Und da geht es darum, um so kleine Bereiche zu schaffen, kleine Zonen, die nicht bewacht, die eigenständig sind. Und ich glaube, das spricht sehr viel für uns. Es spricht auch in so einer Situation wie auf einem Festival, schaffen wir auch so kleine Safe Spaces, kleine autonome Zonen, wo jeder so ein bisschen anders sein kann als im normalen alltäglichen Leben. Ich glaube, das brauchen wir alle, raus aus dem Alltag, rein in eine autonome Zone. Ihr habt ja einen Song, Deutschland, du bist rassistisch. Wie rassistisch ist Deutschland oder Österreich eurer Meinung nach? Ja, also viel mehr als wir weiße Leute das empfinden halt irgendwie. Ne? Ich habe tatsächlich viele Freunde irgendwie, POC, People of Color, wir haben viele Freunde und mit diesem
George Floyd, was da passiert ist mit der ganzen Black Lives Matter Bewegung und so, haben wir halt wirklich auch mal im eigenen Freundeskreis irgendwie dann auch nochmal wirklich Feedback eingeholt. Und es ist unglaublich erstaunlich, was die Leute einem erzählen. Also fragt mal eure Freunde, eure POCs. Das ist unglaublich, was passiert, dass quasi tagtäglich jemand fragt, aber woher kommst du denn wirklich? Darf ich mal dein Haar anfühlen? Ach, das ist so süß. Oh, die Babys, die sehen ja so süß aus. Ständig Kontrollen, wenn man irgendwie... Ich meine, wir fahren in Berlin, ja. Wenn es heiß ist, fahren wir raus nach Brandenburg einfach an den See. Viele Freunde von uns fahren aufgrund ihrer Hautfarbe nicht an den See, weil sie da halt dumme Sprüche kriegen, weil es halt einfach nicht sicher ist. Und das ist etwas, das ist mir selber peinlich, super unangenehm. Und daran erkenne ich, dass unser Land und unsere Struktur rassistisch ist. Und es geht ja auch vor allen Dingen nicht nur um die Sprüche, sondern auch um den institutionalisierten Rassismus, der halt an Schulen herrscht. Wenn zum Beispiel, weiß ich nicht, Schüler mit einer anderen Hautfarbe als unsere weißen Hautfarbe werden tatsächlich schlechter bewertet, werden öfter Empfehlungen für Sonderschulen, für einen schlechteren Schulweg. Oder Menschen mit anderen Namen. Mit einem deutschen Namen, aber einer dunklen Hautfarbe kriegst du schlechter einen Job oder eine Wohnung. Mit einem ganz normal deutsch aussehend, aber arabischen Nachnamen kriegst du schlechter eine Wohnung oder einen Job. Also wir haben ganz viel Rassismus. Es wird oft nicht gehört. Es wird dann oft gesagt, ah, jetzt spielt er die Rassismuskarte. Aber ich kann wirklich verstehen, wenn man einfach in Ried im Innkreis geboren ist und sich jeden Tag anhören muss, ey, wo kommst du denn wirklich her oder wo kommen denn deine Eltern her? Wir sind alle irgendwo her. Wir sind alle aus irgendwelchen slawischen Ländern irgendwann mal irgendwo eingewandert. Ne? Es gab eine Zeit, da gab es keine Grenzen. Das heißt, keiner ist von hier. Ich finde es auch super spannend, dass gerade bei dem Thema Leute sich ganz schnell angepisst fühlen. Ich bin doch nicht rassistisch, ich doch nicht. Aber ich glaube, Entschuldigung, ich habe aufs Mikrofon geklopft. Ich glaube, dass es trotzdem ganz wichtig ist, sich selbst mal bei all diesen Rassismen oder Sexismus an der Nase zu nehmen und zu sagen, okay, wie viel steckt denn vielleicht doch in mir, was ich angelernt bekommen habe, ohne dass ich es eigentlich wollte, und sich selber mal zu hinterfragen, ohne dass man sich dann schlecht fühlt dabei. Das finde ich super wichtig, ja, oder zu lernen. Und tatsächlich halt auch die betroffenen Menschen einfach mal reden lassen und zuhören. Also eben nicht argumentieren so, ah, wie kannst du denn, aber hier, aber das stimmt doch so nicht, wir haben ja auch da. Nee, ich bin weiß, hetero, Cis-Mann, und was das Thema angeht, wenn mir eine betroffene Person betroffen von Sexismus oder Rassismus erzählen will, wo sie sich betroffen fühlt, dann ist es erstmal an mir, einfach mal die Schnauze zu halten, zuzuhören, was die Person zu sagen hat und zu überlegen, okay, was ist denn da wirklich, statt so eine Abwehrreaktion zu kriegen, so was, ich habe doch auch schwarze Freunde, ich war immer auf Festivals, ich sehe gar keinen Unterschied in den Farben. Das habe ich zum Beispiel für mich gelernt, wenn wir sagen, ja, ich sehe aber keinen Unterschied, für mich sind alle Menschen gleich, das ist tatsächlich auch ein Privileg, was ich mir nur als Weißer rausnehmen kann. Eine schwarze Person kann niemals sagen, ich sehe keine Unterschiede, weil sie tagtäglich den Unterschied von außen gespiegelt bekommt. Ich bekomme ihn halt nicht, weil ich weiß bin. Ich bekomme jeden Job, ich bekomme keine rassistischen Sprüche. Und das sind so Sachen, die ich für mich gelernt habe, wirklich zuhören und dann aber auch selber eben mit solchen Songs oder im Rahmen, den wir halt können, aktiv zu werden und nicht auch noch den Betroffenen auch noch die Aufklärungsarbeit zu überlassen, zu sagen, okay, hey, du hast ja das nicht ausgesucht, aber du siehst halt so aus, wie du aussiehst, deswegen musst du jetzt mal über Rassismus in Österreich oder Deutschland irgendwie was erzählen. Nee, das können genau wir in so einem Interview machen, das finde ich sehr gut, dass du die Frage stellst, tatsächlich. Ja, und danke für eure ausführliche Ausführungen. Eines meiner Lieblingslieder von euch ist übrigens Gras ist legal. Ja, wahrscheinlich auch, weil ich durch euren Song die Hoffnung nie verloren habe, für Gras zu kämpfen oder für Cannabis mich einzusetzen. Ja, meine Frage ist, habt ihr eigentlich schon vor Jahren gewusst, dass bald legalisiert wird? Habt ihr da mehr gewusst als andere? Und wie steht ihr dazu, was jetzt so oder worüber jetzt so debattiert wird? Also tatsächlich bin ich so in einem Umfeld aufgewachsen, wo Kiffen schon immer normal war. Also meine Mutter hat Häuser besetzt und für mich war es eigentlich immer schon legal und deswegen war es auch irgendwie aus meiner Sicht immer nur eine Frage der Zeit, wann es tatsächlich legal ist, weil ich halt auch irgendwie die Gefahren, die damit verbunden mit dem Konsum
Schaden verbunden sind, sind ja nun irgendwie im Vergleich zu Alkohol relativ gering. Ne? Also man muss auch nicht erzählen, es gäbe keine, das stimmt ja so auch nicht. Es ist psychoaktiv, für psychisch labile Menschen sollte man schon achten. Aber dieser Bohai, der drum gemacht wird, diese Verfolgung, die Kriminalisierung ist richtig schwachsinnig. Hat jahrelang die Justiz blockiert, den Polizeiapparat blockiert und uns irgendwie beim Kiffen und vielleicht zu Hause Pflänzchen anpflanzen irgendwie blockiert. Und ich finde es wichtig, dass dieser Schritt gegangen wird in die Legalisierung halt, ganz klar auf jeden Fall. Wir hatten immer schon Freunde, zum Beispiel Freunde aus Kalifornien, der eine große Plantage da hatte. Und also ich selber kiff nicht, mir tut es nicht gut, aber ich bin trotzdem für die Legalisierung, definitiv. Ja, man muss ja auch nicht unbedingt. Man muss nicht kiffen, um für die Legalisierung zu sein, definitiv. Aber trotzdem möchte ich noch wissen, wie hat Cannabis eigentlich eure Musik beeinflusst oder hat es eure Musik beeinflusst? Es war natürlich irgendwie, also es ist, also es gibt so dieses Klischee Reggae und Kiffen, und aber das Tolle ist an Klischees, ist es ja so, sie erfüllen sich auch sehr oft. Also als wir dann das erste Mal in Jamaika waren und auf den Dances irgendwie die Jungs mit ihren Blüten zwischen den Fingern rumlaufen und an jeder Ecke jeder baut die ganze Zeit, jeder kifft, und so dieses Gefühl mit einem Red Stripe Bier und einem Joint in der Hand irgendwie dann mal die Musik richtig über so ein jamaikanisches Soundsystem zu hören, das war schon nochmal ein ganz anderes Gefühl auf jeden Fall. Also das hat schon nochmal irgendwie was anderes bewirkt bei mir. Also, und ansonsten, ich weiß jetzt nicht, ob Cannabis jetzt einen großen Einfluss auf all unsere Musik hat, aber auf einige Lieder mit Sicherheit, ja klar. Ja, kein Weed ist auch keine Lösung. Ist auch ein sehr schönes Lied übrigens von euch. Danke. Macht ihr, also du hast die Frage eigentlich schon gerade beantwortet, gibt es bei euch auch mal so Toleranzpausen oder trinkt ihr Alkohol oder was nehmt ihr sonst so? Also Alkohol trinke ich mit Sicherheit auch mal irgendwie, und genau, aber es geht ja bei allen Dingen auch immer um das Maß und so, ne? Irgendwie, und auch gerade beim Kiffen, ich habe halt irgendwann mal festgestellt, dass wenn ich jetzt vor den Konzerten, was ich mit Sicherheit irgendwie von den 20 Jahren irgendwie viele Jahre lang gemacht habe, irgendwie viel kiffe, dann fallen mir ein paar Texte nicht ein, und ich habe irgendwann mal festgestellt, die Show fällt mir wesentlich leichter, wenn ich vor dem Konzert nicht kiffe, also kiffe ich jetzt auch nach der Show halt, und das ist so ein bisschen so die eigene Einteilung, oder auch als ich für mich dann festgestellt habe, so, okay, ich kiffe jetzt eigentlich irgendwie schon jeden Tag, ich möchte das aber eigentlich nicht so. Ich möchte irgendwie auch mal irgendwie die Welt so erleben, wie sie ist, und kann dann halt so verschiedene irgendwie, fand das dann auch ganz nett, so wie wirkt denn Kiffen eigentlich, wenn man irgendwie mal 2 Monate nicht gekifft hat. Ist nämlich tatsächlich auch sehr interessant, wirkt komplett anders. Ja, und ist definitiv so in unserer Gesellschaft, dass, glaube ich, sehr viele Menschen darauf achten müssen, den Alkoholkonsum zu regeln, weil das an jeder Ecke eine Werbung gibt, weil es so promotet wird, weil es mit eigentlich so ein Aufwärmer, du kommst ins Gespräch mit jemandem. Das ist so eine heroisierte Droge, die so, so schrecklich gefährlich ist, dass ich, natürlich denken wir auch drüber nach. Also wenn wir jetzt jeden Tag unseren Wein zum Essen trinken, würde ich auch irgendwie Stopp sagen. Also muss halt immer gucken. Dass es ist nicht ein Selbstbestimmt, genau, sondern dass so, man auch die Bestimmende ist. Und so gibt es dann immer wieder Pausen, auf jeden Fall, ganz klar. Gibt es eigentlich bestimmte Momente oder Meilensteine, auf die ihr so ganz gerne oder besonders zurückblickt? Mono kennenzulernen und Meilenstein. Uns zu entscheiden, gemeinsam Musik zu machen. Das erste Album, das erste eigene Label machen. Ja, es gab echt viele Meilensteine. Also auch so. Zum Beispiel Chiemsee Reggae, muss ich schon auch sagen, war eine Zeit lang, da hat keine Band ohne großen Deal da gespielt, und wir haben uns da echt wir sind jedes Jahr ein Slot weiter gewandert, bis wir 7 Jahre in Folge, was keine Band gemacht hat, auf diesem Festival gespielt haben, bis wir Samstag am Ende vor, weiß ich nicht, 30, 35.000 Leute Headliner waren, was einfach totaler Flash war, weil es so selbst erarbeitet war. Und alle sagen, da kommst du nicht hin, wenn du nicht eine Booking-Agentur hast oder das oder das. Das war schon auch total toll. Aber ein Meilenstein ist auch die Entscheidung, jetzt nach 20 Jahren zu sagen, wir wollen das Projekt mal auf Eis legen und mal gucken, was es sonst noch gibt. Ist auch ein wichtiger Baustein in dem ganzen Projekt, was wir hier machen. Ihr seid ja auch schon lange dabei. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Auch das ist ein Lied für euch. Habt ihr damit gerechnet, dass dieser Titel traurigerweise nie an Aktualität verliert? Sollte man Putin eine CD davon schicken? Das wird nicht viel bringen. Also damit gerechnet, dass er nicht an Aktualität verliert? Ja, weil
Mir fällt dann immer so dieses Zitat von Albert Einstein ein, irgendwie so, irgendwie ist sich nicht ganz sicher, was so die Unendlichkeit angeht beim Weltall, aber bei der Dummheit der Menschen schon. Und es ist, ja, ich glaube tatsächlich, also so, ich weiß nicht, meine Großeltern sind jetzt mittlerweile alle verstorben. Der eine war Holländer und ist in Rotterdam ausgebombt worden und der andere war bei der Wehrmacht und ist bei der deutschen Armee. Und die sind jetzt langsam gegangen. Beide waren am Ende vehement gegen den Krieg und irgendwie haben sich auch gefreut, dass wir antifaschistische Arbeit machen. Aber die Generation stirbt aus und der Mensch macht einfach weiter ein dummes Zeug. Und das ist, man kann die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Oder einfach weiter diesen Song performen und hoffen, dass er irgendwie ankommt. Ja, zwischendurch mal von so einer friedvollen Welt zu träumen, ist, glaube ich, für uns alle ganz wichtig und gut, dass wir einfach, auch wenn die Realität anders aussieht, auch uns mal ein bisschen der Zeit und Auszeit geben von den harten Facts. Ja, ich glaube, am Ende ist es halt schon so, dass wenn wir mal dahinter schauen, dann ist es natürlich auch immer eine Frage des Systems, also ein Wirtschaftssystem, ein kapitalistisches System, was ja nun mal einfach sich weltweit ausgebreitet und etabliert hat, fordert halt auch immer mehr Gewinne, immer mehr Ausbeutung in Richtung Natur, aber auch Kriege produzieren einfach unglaublich viele Gewinne. Es müssen unglaublich viele Sachen produziert werden, es werden unheimlich viele Militärgüter benutzt. Es hat auch wirtschaftliche Gründe natürlich immer, ne? Sei es einfach nur irgendwie das Erobern von irgendwelchen Rohstoffen, die dort lagern, wo man gerade hin will oder wie auch immer. Und es ist natürlich irgendwie, ja, es ist schwer. Der Mensch wird das nicht aufhören, solange dieses bereichernde System auch da herrscht. Und da sind wir natürlich an der Kapitalismuskritik und da wird das Thema dann sehr groß und auch unvorstellbar, was soll denn danach kommen. Ne, das können sich, also da bin ich auch, da fühle ich mich auch nicht ermächtigt. Das können dann Philosophen irgendwie sich zerdenken, die sich ein bisschen besser auskennen. Aber ich glaube, solange dieses kapitalistische System und die Ungleichheit, die immer größer werdende Ungleichheit auf der Welt herrscht, wird es auch weiter Kriege geben. Gab es eigentlich mal so ein Feedback von euren Fans, was euch so ganz besonders berührt hat? Also boah, ja, da gab es schon viele. Einige, es gab Leute, die vor uns standen und gesagt hatten, sie würden nicht mehr leben, sie hätten sich umgebracht. Das ist krass. Also das gab es nicht einmal, sondern schon öfter. Und also die sich in euren Liedtexten wiedergefunden haben. Genau, und denen wir so Power gegeben haben oder Kraft zum Leben, was auch immer. Ja, also wir kriegen krasses Feedback, das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen. Ich finde, das, was mich am meisten berührt, ist halt so, und das passiert schon oft, so dieses ehrliche Feedback, also gerade auch jetzt, wo wir gesagt haben, dass wir das Projekt auf Eis legen wollen, stehen Leute vor uns und sagen, ey, ihr begleitet mich einfach seit 16 Jahren oder seit 20 Jahren und haben Pipi in die Augen und dann kriege ich auch Pipi in die Augen und denke mir so, wow, das ist wirklich toll. Und sie sagen halt einfach nur, danke. Und es ist aber so ein ehrliches Danke, das berührt mich tatsächlich sehr stark. Also weil wir sitzen ja auch oft zu Hause, wir fahren dann auf ein Konzert, da fährt man wieder nach Hause. Was haben wir produziert? Tatsächlich heiße Luft. Wir bringen Luft zum Schwingen und danach gehen wir wieder. Die Lieder sind auf CD, sind irgendwie auf Spotify, sind irgendwo da draußen, aber auch da kriegen wir nichts mit. Aber dann einen Menschen zu sehen, der sagt so, ey, ich habe meine Jugend geprägt, ich habe hier meinen Mann kennengelernt, ich habe meine Frau kennengelernt, meine Kinder hören deine Musik, das ist toll, tatsächlich. Das ist was, das fühlt sich schön an und da fühlen wir uns sehr gespeichert. Ja, wahrscheinlich in so einer langen Zeit gab es da ja auch wieder schon ganz viele Momente. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesagt habt, Chiemsee war für euch wohl einer der besten oder größten Erlebnisse, oder würdet ihr noch sagen, welches Konzert war für euch speziell, also das Konzert? Nee, da gab es so viele, wir haben echt 1500 Shows mittlerweile auf dem Buckel, also es gab so viele krasse Momente. Ich kann nicht eins rausheben und sagen, das war das Geilste. Es geht auch mehr um die Einmaligkeit des Moments. Ich meine, wir haben letztes Wochenende auch zwei tolle, ganz kleine Konzerte gespielt. Und das war wirklich, wirklich toll, weil halt dieser, es klappt auch nicht immer, aber oft, ganz oft entsteht halt dieser bezaubernde Moment, wo wir einfach auf der Bühne mit der Band sind und die Leute da sind und alle spüren in dem Moment, okay, das passiert jetzt gerade. Ich bin Teil von etwas, was da entsteht. Und sei es das einfach nur das Mitmachen oder Winken oder einfach sich loslassen, sich vergessen zu tanzen, egal ob jemand zuguckt irgendwie. Ne? Und
Und das sind so die wichtigen Momente. Und da geht es irgendwie bei mir jetzt schon, und das ist vielleicht auch über die Zeit so entstanden, aber schon lange nicht mehr, um wie viele Leute sind vor der Bühne, wie groß ist das, mit wem habe ich da gespielt. Wir haben letztes Jahr am Nova Rock gespielt mit, was weiß ich, allen für berühmten Bands und den Backstage geteilt. Und das ist mir aber genauso wichtig wie das Festival hier in Ried, weil es geht um die Musik, das zu zelebrieren. Ne? Und so wie wenn man halt ein Leben lang haben wir unser Essen und es gibt gutes Essen und schlechtes Essen, aber wenn man jetzt raussuchen sollte, das allerbeste Essen der Welt, ich weiß nicht, fällt einem da eine Sache ein? Ja, es hat viele gute Leute. Ich rede zu lang, meinst du, ne? Ich rede einfach weiter, trotzdem. Also ich höre nicht auf, die Frage zu beantworten, ich mache das einfach unendlich weiter. CTV hat da, glaube ich, genug Sendezeit für meine lange Antwort. Natürlich. Danke an dieser Stelle. Aber ich nicht. ja. Du hast es jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, auf Eis legen und das mitten im Sommer. Also ich finde es sehr traurig zu hören, dass in diesem Jahr wohl eure letzte Tour stattfinden soll. Ja, könnt ihr uns mehr kurz über eure Entscheidung erzählen? Also das Projekt Mono und Nikita mal nach 20 Jahren vorerst auf Eis zu legen. Na, irgendwann befindet man sich ja bei allen Dingen, wenn man die immer wieder macht, in so einer Schleife und merkt gar nicht mehr, was mache ich jetzt eigentlich nur noch, weil ich da drin bin und was ist noch selbstbestimmt. Selbst wenn wir eine selbstbestimmte Band sind, kommen wir an Punkte, was zum Beispiel, jetzt TikTok anfangen, jetzt irgendwie Instagram was posten, ein Reel schneiden. Das sind nicht mehr selbstbestimmte Dinge und ich glaube, das ist für mich, für uns sehr wichtig, da mal rauszugehen. Ich sehe mich als Künstlerin und ich sehe mich in der Freiheit, dann wirklich auch aus der Stille dann entscheiden zu können, was will ich denn wirklich und was brauche ich nicht und was lasse ich weg. Genau, und das kann man nicht, wenn man inmitten in so einem Wust ist und einfach nur funktioniert. Ich kann es jedem empfehlen, so einen Schritt aus der Schleife, jetzt ist alles, es wirkt irgendwie alles mit mehr Leichtigkeit und man hat mehr Spaß und man weiß, auch vielleicht ist das das letzte Mal. Ich meine, das Tolle ist natürlich, das muss man auch dazu sagen, irgendwie die letzten Jahre und die Leute, die unsere Musik hören und lieben und streamen, auf unsere Konzerte kommen, die haben es auch möglich gemacht, dass wir auch einen Schritt zurückgehen können und sagen können, okay, wir machen jetzt erstmal nichts, weil das kann man ja auch nicht einfach so. Und es ist aber für uns eben, weil wir den künstlerischen Anspruch haben und auch ich an mich habe, ist es wichtig, mal in so einen Moment zu gehen, was mache ich eigentlich, wenn ich nichts mache? Also was passiert, also wo kommt Kreativität her? Kreativität kommt für mich oft aus dem Nichts, aus einer Langeweile auch. Ne? Ich sehe es auch an meinen Kindern irgendwie. Also wenn man denen nicht alles vorkaut und hinstellt und so, dann haben die Langeweile, dann nöhen die rum. Und wenn man die aber ein bisschen da drin lässt, dann finden die was zum Spielen. Ich bin sehr gespannt, was wir in dem Jahr finden. Also mit anderen Worten, sind noch keine Solo-Projekte geplant? Es ist gar nichts geplant und das ist irgendwie auch das Schöne dran. Also wir haben nichts geplant und vielleicht setzen wir uns wieder ran, machen weiter Musik. Ich schreibe allerdings tatsächlich, habe ich auch angefangen, ein Buch zu schreiben. Du malst gerade viel und wir ja, ich glaube, vor 10 Jahren hatten wir auch schon mal so eine Pause, wo wir, danach hatten wir ein eigenes Label und haben sich so Dinge anders entwickelt für uns, was total gut war. Man macht sowas auch nicht umsonst. Also ich glaube, da wird schon wieder irgendwas passieren, was uns hintreibt. Hm. Habt ihr noch irgendeine Botschaft für eure Fans, die denen ihr ans Herz legen wollt? Ja, ich freue mich, wenn wir zusammen feiern noch dieses Jahr. Es wird auf alle Fälle, ist schon ein tolles Jahr, finde ich. Macht euch groß, haltet euch groß, lasst euch nicht runterkriegen. Und unsere Musik ist ja da, auch wenn wir mal kurz eine Pause machen. Ganz genau. Und Dankeschön auf jeden Fall für all die schönen Jahre. Und genau, man sieht sich immer zweimal, mindestens. Hey, danke, dass ihr euch so viel Zeit für uns genommen habt. Gerne. Ich wünsche euch ein ganz tolles Konzert heute Abend. Dankeschön. Und wir sehen uns hoffentlich bald mal wieder mit einem neuen musikalischen bestes Stück von euch. Ja, cool. Danke. Das kann gerne gut passieren. Okay. Danke auch. Ich bin ein Lion. 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 Ich b
schon mal schön jung, Tümer Grinder, fast so leid.